Johannes, dass ich Sie einladen werde zu dieser schönen Worte zu meiner Biografie. Das würde ich gleich ohnehin, wäre es wahrscheinlich geworden, aber das ist trotzdem nicht der Fall. Also ich bin hier, um einen Vortrag zu halten, zu einem Titel, wo ich mit Schrecken festgestellt habe, dass ich dazu gar keinen Vortrag habe, wie ich dann angefangen bin zu arbeiten. Und ich habe daraus etwas gemacht, was ich am Anfang, glaube ich, trotzdem sehr gut passt. Der Titel habe ich hier offensichtlich von halben Jahren mit Johannes kontaktiert und ausgesucht. Von verwilderten Gartenpflanzen zu invasiven Neophyten. Sie werden in meinem Vortrag zu dem Thema einiges finden. Und dann aber habe ich einige andere Aspekte in meinem Vortrag auch aufgenommen, die mir wichtig erscheinen. Zusammen habe ich eine Veranstaltung wie dieser und die ich dann auch eingebaut habe. Was Sie hier sehen, ist ein Foto, das könnte man sicher gerade im Moment genauso machen, ein Oktoberfoto. In einer Landschaft, die Österreich sich gerne präsentiert, bei einem zahlungsträchtigen deutschen potenziellen Urlauber gegenüber, mit einer Natur- und Kulturlandschaft, in dem Fall ihrer Naturlandschaft in den Alpen, die frei von menschlicher Nutzung ist, weitgehend noch ein Nationalpark, Nationalpark Kalkalpen. Wenn Sie weiter die Informationen später haben wollen, ich bin gerne noch in meiner Nebenfunktion als Menschenführer zur Führung. Und was Sie sehen, ist eine Pflanzenwelt, die auch frei ist, sozusagen von Arten, die nicht schon Jahrhunderte, Jahrtausende vorkommen. Aber das ist natürlich auch nicht Österreich und auch nicht Mitteleuropa. Okay. So, nun, auch in Mitteleuropa sind heimische Pflanzen, Tierarten, die heute nicht das Thema sind, ein wesentlicher Bestandteil dessen geworden, was unsere Landschaften auszeichnet. Und einige dieser Punkte möchte ich ansprechen. Es geht mir einerseits um Verständnis, was bedeutet dieses ökologische Phänomen, das aber gar nicht trennen kann von unserem Tun als Menschen, weil die Menschen in Summe natürlich die Ursache dieses Phänomens sind. Das ist die Bedeutung, Bekämpfung, Fragezeichen, ist es sinnvoll, wann ist es sinnvoll oder wann? Es gibt auch sicher bestimmte Meinungen, mit diesem ein paar Punkte dazu. Auch Fluch oder Segen, man hat auch schon gemerkt in den Beiträgen heute, und es gibt das hier ganz andere gesellschaftliche Akteure, die gar nicht heute vertreten sind hier, die da ganz andere Meinungen dazu vielleicht noch haben würden, als wir oder ich. Aber ich möchte Punkte ansprechen. Ja, das ist ungefähr die Reise, die ich heute Ihnen gerne machen würde. Das werde ich hier nicht behandeln, sondern es sind diese Arten. Und ich habe hier einfach einige Vertreter genommen, auffälliger, in der Regel auch bekannter Neophyten, die auch häufig der Stein der Diskussion sind. Nämlich weil sie nicht nur den Experten auffallen, sondern auch andere naturkundlich interessierten oder aufmerksamen Bürger. Einfach weil sie zum Beispiel in ihrer Kindheit an gewissen Gewässern noch nicht vorgekommen sind, wie der Staudenknösterich oder das blütige Schwimmkraut, weil man sich fragt, was bewirkt diese Pflanze, oder auch weil man sieht, dass eine neue Art, beispielsweise attraktiv blüht, der blütige Schwimmkraut rechts unten oder ähnliches. Also ein auffälliges Phänomen. Und von diesen Arten gibt es nämlich, ich möchte vielleicht kurz auf die Grundursachen jetzt eingehen, und dieses Phänomen der Verbreitung von Arten über globale Distanzen hinweg hängt ganz stark damit zusammen, dass die Welt, wie sie war, und wie sie war, meine ich bis vor einigen Jahrzehnten, so wie wir noch war, nämlich gekennzeichnet durch Urlandschaften, durch traditionelle, extensiv genutzte Kulturlandschaften, mit artenreichen, über Jahrhunderte entstandene Lebensräumen oder auch in vielen Gebieten, die gar keiner menschlichen Nutzung unterworfen waren, die arktische Gebiete, nicht mehr die Welt ist, die wir heute weitgehend über großen Teil der Erde vorfinden. Und ich zeige das mit zwei Karten, um in diesem Ausmaß dieses globalen Wandels zu illustrieren. Diese Karte zeigt Ihnen von hellgrün bis dunkelrot die Nutzungsintensität auf der Erde. Ich mache es ganz einfach, nur damit Sie sehen, was diese Karte darstellt. Rot bedeutet, dass wir Menschen 80-100% der dortigen Primärproduktion, das heißt, was in diesen Landschaften wächst, für uns nutzen. Direkt, beispielsweise durch Felder oder durch vorsichtig genutzte Wälder oder indirekt als Futtergrundlage für unsere Haustiere. Und nur der Rest, der unbedeutende, in manchen Fällen unbedeutende kleine Rest dessen, was die Biomasse produziert wird, bleibt in diesen Systemen für alle anderen Arten. Ja, Sie sehen, das ist in vielen produktiven Regionen ein heute schon sehr untergeordneter Anteil dessen, was dort wächst. Weil alle produktiven Gebiete in den temperaten Regionen sind rot oder dunkelgelb. Ausnahmen produktiver Gebiete, die nicht rot
sind, sind tropische Wälder. Amazonasbecken sind zum Beispiel grün. Aber dort gibt es natürlich zum Atlantischen Land und zum Strandüberfeld. Und andere Regionen, die hell, die farbig nicht auf, weil sie entweder unproduktiv, Wüsten oder praktische Gebiete zu kalt sind. Wir Menschen sind hier die Biosphäre. Und ich finde eine Abbildung, das ist keine Pflanze, die das noch eindrücklicher zeigt, ist das hier. Das ist die Verteilung des Gewichts von großen Säugetieren auf der Erde. Dargestellt als in Proportion zum Gewicht der Arten in diesen Quadraten. Und es sind drei große Gruppen. Eigentlich sind es zwei große und eine kleine Gruppe. In der Mitte zentral ist das Gewicht der Menschheit. Dunkelgrau. Die Menschheit wird umgeben von einem Schwarm hellgrauer Zellen. Und das sind unsere Haustiere. Links ist beispielsweise das Gewicht von Kätzern, Kühen. Rechts oben von Schweinen, links, rechts unten von Schafen. Und dann sehen Sie davor kleine, krankliche, grüne Quadrate. Das ist das Gewicht großer Wildtiere, das Säugetiere, der Rest der Schafe. Zum Beispiel Elefanten unten ist eindeutig grünes Quadrat. Also man sieht ganz eindeutig, die Biosphäre ist eine Anthropomien geprägte. Es gibt aber diese biologische Ausbreitungsprozesse, die noch ein ganz anderes Phänomen, den man physisch nicht beobachten kann, aber den man darstellen kann, und das ist, was mal getrennt war, biogeografisch getrennt, über Jahrmillionen auf verschiedenen Kontinenten, wurde von uns Menschen vereint oder zumindest viel stärker zusammen in Beziehung gebracht, über Netzwerkbeziehungen. Und das möchte ich auch kurz illustrieren. Sie sehen hier das globale Fernhandelsnetzwerk, das war Schiffsnetzwerk damals, und das ist übrigens heute noch, zum Zeitpunkt 1500 und 1775, und man sieht in diesen 270 Jahren, ist aus diesem regionalen Handelsnetzwerk, wo der europäische Küsten- und Mittelmeergebiet, ein globales geworden, über dem Güter, Menschen und Organismen transportiert worden sind. Natürlich auch zum Forschen aufgebaut, Beziehungen gibt, das möchte ich gar nicht bestreiten, aber es geht nur darum, dass es eine neue Qualität aufgetreten hat. Und was sich natürlich dann weiter noch entwickelt hat, sind heute auch immer noch global, aber eben die intensivere Transportnetzwerk, wurde auch noch in einer anderen Hinsicht verändert. Nämlich, diese Austauschbeziehungen waren historisch gesehen, Schiffsverkehr ist relativ langsam, war nicht sehr schnell. Und noch vor 150 Jahren, das ist schon mehr, ist ein fiktionaler Roman. Der fiktionale Roman ist darüber aufgebaut, dass der Engländer Wetten um ein 80 Tage um die Welt reisen kann. Das spielt sich dann in diesem Roman ab. Diese 80 Tage sind heute kein Zeitpunkt mehr für Tier- und Pflanzenarten. Man kann viel weniger als 80 Stunden um die Erde reisen, und das passiert ja auch tagtäglich. Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Tage? Genau. Das ist sozusagen eine immense Beschleunigung. Und das ermöglicht mich auch das Überleben von Arten, die sonst über lange Ansuchen für nicht darüber leben können. Wozu hat das geführt? Um einige wenige Zahlen zu geben, die auf Mitteleuropa beziehen. In Deutschland können Sie ganz ähnliche Zahlen finden. In Österreich gibt es ungefähr 1200 Neophyten. Sehr viele davon sind selten, unbeständig. Sind etwas, worüber sich der Botaniker sehr freut, weil er die Arten nur sehr selten sieht und sozusagen seiner Botaniker, seiner Pflanzenliste hinzufügen kann. Aber schon beachtlich ist, etwas weit weg von dieser 1200 Neophyten sind die Kulturpflanzen. Das ist vielleicht nicht so überraschend, denn wir haben schon eine Zahl gesehen. Es sind 10.000, und das ist heute mehr Arten, die in Mitteleuropa und Deutschland regelmäßig kultiviert werden. Und auch wenn nur ein Bruchteil dieser Arten manchmal verbietet wird, was ich da noch einbürgern kann, ist das ein sehr, sehr großer Artenpool. Und da ist die Pflanzeninvasionen tatsächlich so, dass der Gartenbau, der Gartenhandel und alles, was damit im Weitesten zu tun hat, tatsächlich die ursächlich wichtigste Kriterien dieses Artenaustauschs ist. So, jetzt gibt es einen Sprung. Ich nehme eine Folie, zumindest eine Person, die sehr gut kennt, der hat mir irgendwann einmal gegeben, und zwar der Firma Mark von Freunen, der ja auch das Copyright unten von Mark. Ich habe mich adaptiert mit einer neuen Überschrift für meine Vorträge. Und ich möchte Ihnen jetzt ein paar Grundprinzipien biologischer Inversionen anschaulich zusammenfassen. Weil ich finde es wichtig, dass Phänomene auch zu verstehen, welche Schlussfolgerungen man immer daraus erwartet. Generelles Prinzip, wir häufig auch bei Artengemeinschaften, viele Arten sind selten und wenige Arten sind häufig. Das gilt auch besonders für Neobiote im Allgemeinen und für Neophyten im Besonderen. Hier
Grafik dieser 1200 Arten für Österreich, die ich vorher genannt habe, die hier drüben sind, drei Viertel, das Obelix-Sortenstück, sind unbeständige, seltene, häufig sogar sehr seltene Arten. Nur ein kleiner Teil ist wirklich etabliert, ungefähr 11%, das heißt dauerhaft eingebürgert und in größeren Beständen selbstständig reproduziert. Das sind diese Arten, die ich vorher genannt habe, oder heute schon genannt wurden, Staubenkürzer, die Probine und ähnliches. Und da gibt es einige Arten, also die Durchgangsstufe, lokale. Das heißt, wir finden aufwendig nur so eine Spitze des Eises. Neolithenzeichen zeichnen sich durch einige Eigenschaften aus, aber das ist eine sehr, sehr generalisierende Aussage, die man leider in der Regel nicht verwenden kann, um zielscharfe Aussagen zu potenziellen Auswirkungen einer konkreten Art zu machen. Aber was schon klar ist, das zeigt diese Grafik, je höher der Stickstoffbedarf, also wenn man die Arten in Mitteleuropa und Deutschland unterteilt nach dem Stickstoffbedarf, das zeigt diese neunteilige Skala rechts, Stufe 9 sind sehr stickstoffliebende Arten, Skala 1 sind sehr stickstoffliebende Arten, also Magerquetschzeiger. Dann sieht man, dass die Neolithen, das ist der rote Balken, überproportional stickstoffreichen Standorten vorkommen. Und das sieht man auch, das ist ein wichtiger Aspekt bei biologischen Invasionen oder dieser Artenaustausch, wird auch angetrieben von anderen Veränderungen, die wir Menschen machen, die über Einschränkungen hinausgehen, nämlich die weiterführenden Landschaften. Die Neolithen profitieren davon, während heimische Arten, die grünen und auch die schwarzen, die gefährdeten heimischen Arten, von Düngung bedroht werden, überwiegend. Ähnlich anthropogene Störungen, das sind dieselbe Muster, nicht Neolithen, das sind die hier so zweite von unten unterbrochen ist. Auch die profitieren von starker Hämorrhoe, übersetzt auf Deutsch, von starker Störung. Während viele heimische Arten auf wenig von Menschen beeinträchtigten oder veränderten Lebensräumen vorkommen und durch Störung zurückgedrängt werden. Das heißt, diese generelle Wandlung unserer Kulturlandschaft, die zunehmende Landnutzungsintensität in allen ihren Facetten, fördert auch die Ausbreitung von Menschen. Wenn man sich diese Punkte vergegenwärtigt, ist es kein Wunder, dass die Hotspots von nicht-heimischen Pflanzenarten wird dargestellt für das sehr schöne dass die Hotspots in vielen Lagen sind, vor allem im Nahbereich von Städten und auch häufig entlang von Siedlungsachsen. Das sind diese roten Linien, Eisenbahnen und Autobahnen in Österreich. Und Sie sehen, ja, die großen oder die auffälligen blauen Punkte mit vielen Neolithen, die wir fast der touristischen Beziehung auch dargestellt haben, diese Karte. Liegen diese Tieflagen, weil in Österreich, vor allem der alten Raum, der weniger von Menschen besiedelt ist und der auch häufig kühler ist, das komme ich gleich bei vielen Preisen. Was bedeutet das wiederum unter Klimawandel? Klimawandel ist auch einer der anderen global wirksamen und zunehmend leider wirksamer werdenden Veränderungsprozesse, die die Ausbreitung von Neolithen in temperaten, kühlen Klima fördern werden. Sie sehen hier auch eine Darstellung, der Habitateignung, das heißt der klimatischen Eignung von Österreich und Deutschland, die wir mal für eine Anzahl von Neolithen modelliert haben, und dem aktuellen Klima. Und Sie sehen, große Teile Österreichs und Deutschlands sind heute grün, das heißt, in dieser Darstellung nur für wenige Neolithen gut geeignet klimatisch. Sie sehen die Hotspots heute auch, wie in Österreich, die tiefen, industrialisierten, stark besiedelten Regionen. Ja, das zeichnet sich ganz deutlich ab, aber wenn Sie in die Zukunft schauen und einen zu erwartbaren Überwand von etwa 200 Grad zu modellieren und dieselbe Analyse nochmal machen, dann sehen Sie, dass das, was heute lokal beschränkt ist, nämlich rote Regionen, klimatisch für sehr viele dieser Typen geeignete Gebiete, flächendeckend werden, mit Ausnahme der Wirbelsituation. Ein Beispiel, um das zu illustrieren, ich nehme auch eine Art. Als jetzt bekannt ist, glaube ich, ist Redwood keine Zierpflanze. Es wird nicht unter diese zwei Drittel der Arten, die ich genannt habe, die gärtnerisch eingeführt worden sind. Und es ist aber deshalb eine wichtige und bekannte Art, kurzlebig, einjährig, windbesteuert, allergener Pollen. Für viele Leute, die wollen nicht mal die Einstellung sehen, daher. Naturschutz war auch kein Thema, so wie gleich. Und da sieht man sehr deutlich, wie Ragged durch Klimawandel oder wie Ragged sich einerseits in den letzten Jahrzehnten ausgebreitet hat. Wir haben das in den letzten Jahren durch Studien retrospektiv analysiert, das Ausbreitungsverlauf dieser Art in Österreich. Und Sie sehen, bis 1960 eine nur sehr lokal vorkommende Art,
1985 schon deutlich verdichtete Vorkommen und 2005 sind diese Vorkommen dann sozusagen richtig mit weggegangen in den letzten Jahren. Und die Hotspots von Fracking-Vorkommen liegen auch außerhalb der alten Insel. Und das gibt es Ihnen vorher gezeigt habe für ein größeres Set von Arten, ist ganz gut auch kohärent mit dem Bild, wenn man sich Fracking alleine ansieht, sehen auch hier diese Art wird ganz stark durch Klimawandel gefördert und schon beobachtbare Ausbreitung der Arten in den letzten 15 Jahren. In Österreich, sicher auch in den Tieflagen Bayerns, ist ursächlich angetrieben, unter anderem durch das schon wärmer werdende Klima, dass diese einjährige Art erlaubt, ihren Reproduktionszyklus abzuschließen in Gebieten, wo es früher zu kalt war. Neben Arten, die heute bei uns schon thematisch geeignet sind, und das ist sicher auch eine Frage, die jetzt immer aus der Erdreich sieht, ja grundsätzlich sehr interessant ist, oder aus forstlicher Sicht, wenn die Förster, dann stellen Sie die Frage auch ganz intensiv. Was sind die Baumarten der Zukunft oder generell die Arten der Zukunft, die ich für meinen Ziel verwenden kann? Und diese Frage stellen wir Biologen, welche neuen Arten könnten und die Klimawandel zu uns kommen und die Lust der Modelle, mit denen man rechnen kann oder wo man das auch nur beobachten kann. Hirschlorbeer, das ist ein, das sehen wir in Blüte, ein immergrüner Strauch, ledrig, und diese immergrünen Bäume und Sträucher gehen eigentlich in unserem mitteleuropäischen Vegetation aufgrund der Winterkälte. Mit ganz wenigen Ausnahmen. Es lässt sich aber heute schon beobachten, dass diese häufig als Zier-Sträucher gepflanzten wintergrünen Sträucher und Bäume anfangen zu verwildern. Und beim Hirschlorbeer lässt sich in den letzten Jahren schon recht deutlich nachweisen, dass in nahbereichten Siedlungen gerne verwildert auftritt. Häufig in Jungpflanzen, aber in etwas wintermittleren Gebieten Westeuropas ist eine häufige Siedlungsanwälderung zu finden. Ganz eine andere Art. Und Punktzerr. Dieses Foto stammt aus Österreich, und zwar aus der Wachau. Ein Trockental in der Donau mit 6 Jahren Eingängen, und dort gibt es die, also es gibt etablierte Vorkommen von unseren Arten, die Winterarten, und Sie sehen, auch gut reproduzieren können, reicher Samenansatz oder reicher Fruchtansatz hier. Das gibt es aber auch im Kaiserstuhl. In allen Ländern Mitteleuropas, die Trockenvegetation, die zu Funktionen vorkommen, isoliert, wenn man schon ein bisschen hingeht. Diese Arten wurden dort angesalzt. Dort jede Pflanzengruppe, die Liebhaber hat, es gibt viele Liebhaber von Kakteen, gibt es auch Personen, die ihre Lieblinge nicht nur gerne im Gras haben wollen oder vielleicht im Vorgarten, sondern halt auch an einem Naturstand. Das heißt, sozusagen auch die bewusste Ausdringung, die auch häufig schwer kontrollierbar ist, Bewusstseinsliebe ist wichtig, spielt hier eine Rolle. Und, also das Auffälligste, was man sich erwarten kann, sind Palmen. Dieses Foto stammt aus dem Tessin und illustriert einen sehr spektakulären Fall, auch von wie durch zunehmend wärmere Winter vor allem ostwindige Arten wie die Handpalme, die bei uns eine Hügelpflanze ist, in Österreich, das ist auch in Bayern hier, unter etwas wärmerem Klima sich beginnt, die siedlungsnahen Wäldern auszubreiten. Das ist ein Foto im Winter, eben das Blätterdach eines laubwerfenden Waldes in der Südschweiz. Und im Unterwuchs sehen Sie die reproduzierenden, aber noch nicht so hoch gewordenen Palmen, die sich in diesen Wäldern sehr gut verjüngen. Ein anderer wichtiger Aspekt, den ich kurz illustrieren möchte, ist die Unvorhersagbarkeit. Und ich nehme jetzt keine Pflanze, sondern die Varroa-Milbe. Die Varroa-Milbe ist der gekürzeste Schadorganismus in der Imkerei, das ist bekannt. Und der Punkt Unvorhersagbarkeit ist für mich folgender. Sie sehen rechts diesen Punkt mit den Pfeilen, damit Sie ihn wirklich sehen. Der illustriert das Heimatareal der Varroa-Milbe. Das lag in Ostasien. Dort war die Varroa-Milbe spezialisiert auf die asiatische Bienenart. In den 50er oder 60er Jahren hat diese Art dann aber einen Schwierwechsel. Und das ist der Punkt der Unvorhersagbarkeit. Niemand hätte vorher angenommen, dass die europäische Honigbienen durch die Varroa-Milbe betroffen werden. Eine von vielen Dutzenden Parasiten, die Bienenarten haben, unauffällig hat besondere Auswirkungen, weil die auch in Kooperation miteinander sich entwickelt haben. Die dortige Bienenart, das wird, die Varroa-Milbe als Parasit. Dann haben wir aber europäische Imker, europäische Bienen genommen, die Varroa-Milbe zum Wirtswechsel durchgeführt, das heißt, sie hat ja ohne Biene übergewechselt, und hat einen globalen Siegeszug angetreten, das sind alle diese grauenverliebten Länder. Weil wir Menschen auch Bienen, bei Bienenköniginnen handeln. Die werden herumgeschickt. Und damit die Varroa-Milbe als Siegzeichen mitgenommen. Das hat dazu geführt, dass die Varroa-Milbe sehr rasch
nur ganz gerade verbreitet worden ist. Und da die europäischen Honigbiene keine Abwehrmechanismen hat, sind die Auswirkungen katastrophal. Wir wollen mit dem ersten Land nicht auch zusammenhängen. Das ist ein Phänomen, das wäre nicht vorhersagbar gewesen. Bei Pflanzen gibt es so auffällige, unvorhersagbare Phänomene, die im Ausmaß selten, ja. Aber es ist etwas, was das Auftreten neuer Arten in einem so komplexen System des Ökosystems sind, auszeichnet. Ich will nicht genau sagen, was das ist. Ein anderer Aspekt, den ich kurz erläutern möchte, der auch im ursächlichen Zusammenhang mit dieser rasanten Dynamik, die hier aus diesem Folien, glaube ich, ins Auge springt, steht, ist, dass das, was Sie heute sehen, nicht das ist, was Sie langfristig bekommen. Ich werde jetzt was nicht meinen. Das ist eine Fallstudie, die ich mir gemacht habe mit Kollegen in der Nähe von Wien. Und das ist eine Kulturlandschaft, die besteht aus drei Sachen: Weiß, Ackerflächen, Grün. Grünes Wald natürlich und dann diese großen Siedlungsschichten. Siedlungen heißt Kleingärten, Kulturpflanzen, Zierpflanzen, ähnliches. Und da habe ich verschiedene Probeflächen in diese Wälder gelegt. Schwarze Punkte, manche sind sehr nah an der nächsten Siedlung, manche sind weiter weg, ein paar Kilometer maximal. Wir haben dann eine Analyse gemacht und uns angeschaut, was ist das Niveau, wie viele kleine Pflanzenarten haben wir in den Probeflächen, das zeigt in dieser dreidimensionale Landschaft, Invasionslandschaft, in Abhängigkeit von der Entfernung zur Siedlung, in Kilometern, das ist die Achse, die nach vorne geht, und in Abhängigkeit, wie alt diese Wälder sind. Das geht jetzt im Detail nicht, das ist auch nicht so wichtig, aber Sie sehen diese in siedlungsnahen Flächen, da wo diese Landschaft ganz steil ansteigt und sozusagen in diesem Gebirgskamm bietet, ist das Anzahl von nicht heimischen Pflanzenarten um vielfaches höher als in Wäldern, die 3 Kilometer von der nächsten Siedlung sind. 3 Kilometer ist nicht viel. Aber es ist immer noch so eine große Entfernung, dass die meisten Arten von den Siedlungen, wo sie sich ausgebreitet haben, nämlich von solchen Gärten, nicht die Wälder haben zu wandern können über diese Distanz. Bisher. Längerfristig werden sie es aber machen. Dauert es noch einige Kilometer abhaken. Das heißt, das, was Sie heute sehen, spiegelt doch nicht das Ausmaß der vollen Ausbreitung dieser Arten wieder und auch nicht der vollen Effekte, die wir heute schon sozusagen im Anlaufen sind und natürlich schwer realisiert werden. Um bei diesem Thema zu bleiben, aber kurz einen Wechsel zu machen auf eine sehr große Skalenebene, möchte ich auf die zeitliche Dynamik der biologischen Invasionen generell eingehen. Anhand einer Datenbank, die wir mit vielen Kollegen gemacht haben, auch mit Marc, der ist, indem wir First-Record-Daten zusammen konnten, nämlich heimische Tier- und Pflanzenarten. Das heißt, wann wurde eine Art zum ersten Mal in einer Region, wie in einem Land, Österreich oder Deutschland, nachgewiesen? Und wir haben eine Datenbank zusammengestellt, dass etwa 50.000 dieser regionalen Erstmalkreise gibt. Für 15.000 Arten. Manche Arten haben mehr Erstmalkreise, weil sie das Jahr des ersten Malkreises in Deutschland enthalten, in Österreich und so weiter. Und dann haben wir Folgendes gemacht. Wir haben uns die zeitliche Dynamik angeschaut für die Erstmalkreise. Die Hypothese war irgendwann, also es war klar schon vorher, dass wir in einer Zeit sind, wo die Erstmalkreise von nicht-chemischen Arten zunehmen. Aber irgendwann muss auch eine Abflachung wieder geben. Weil der Artenpool auf der Erde endlich ist und natürlich nicht alle Arten versteckt werden können, weil manche sind Spezialisten oder werden nie von Menschen woanders hingebracht oder brauchen Symbionten. Kann man annehmen, dass irgendwann alle Arten schon wohin gebracht worden sind, die eigentlich sich vor Einführung kommen. Und das haben wir uns in dieser Datenbank angeschaut und Sie sehen Folgendes. Oben sehen Sie über alle Arten und da sehen Sie unten die Zeitachse von 1500 bis 2000. Das sind die Nachweise pro Jahr. Und Sie sehen, wie ab 1800 die neuen Nachweise bis hin zu jedem unten, da gibt es ja wenige Verschleppungen global. Und dann nimmt es aber zunehmend zu und steigt 1950 nochmal an. Der Abfall am Schluss, dann würde ich Sie bitten zu ignorieren, sind damit zu uns die letzten Jahre unvollständig in der Datenbank die Daten abgeschlossen. Also man sieht schon, nein, es gibt keine kleine Abschwächung, sondern kontinuierliche Zunahme. Und wenn man sich so verschiedene Artengruppen ansieht und eine Trendlinie, das ist diese rote Linie, das hineinliegt, sieht man auch, nein, es gibt noch keine Saturierung. Die Anzahl von Neunachweisen nimmt über alle Gruppen deutlich zu. Das heißt, dieser Effekt des Artenaustauschs hat sich beschleunigt. Aber es gibt eine Ausnahme, wo man sagen kann, diese Beschleunigung ist nicht mehr eindeutig zu sehen, sondern es ist eine Stabilisierung, wenn gleich auf der hohen Niveau.
pflanzen. 1900 bis 2000 ein Plateau. Und was man auch sehen kann, ist, es gibt zwei Gruppen, die haben aber abgenommen in den letzten Jahren. Säugetiere und Fische. Mit diesen zwei Aufwendungen für große Tiere ausgezeichneten Organismen ist es zu erkennen, dass geänderte gesellschaftliche Rahmenbedingungen und gesetzliche Vorgaben zum Rückgang der neuen Besetzung geführt haben. Das ist sozusagen auch eine gute Nachricht, wenn man das sehen möchte, in diesem weiteren sehr starken Anstieg des Artenausstoßes. Bisher habe ich schon mal versucht, sozusagen vor dem Prinzip darzustellen und auch das Phänomen beispielhaft auszuleuchten. Es geht kurz auf die Folgen ein. Und da gibt es verschiedene, also verschiedene Positionen, die man einnehmen kann. Ich mache es nur jeweils schlagartig. Global, es gibt aber vielleicht zusätzlich viel weniger für Mitteleuropa, sind biologische Invasionen aber tatsächlich ein wichtiger Faktor zum Rückgang der Biodiversität des Artenverlusts. Eine Zahl von der IUCN, zwar schon eine alte Zahl, aber das hat sich grundsätzlich verändert, ist eine Darstellung, welche Faktoren man zum Aussterben von Arten beigetragen, so wäre es am besten. Und Sie sehen, ja, das erleben wir ähnliche Overuse, also Hunting oder Fishing und ähnliches, aber eben an zweiter Stelle, oder gleich auch mit Habitat Destruction, Fische sind verfalscht. Das sind vor allem Inselarten gewesen, die durch von Menschen eingeführte Räuber oder Krankheitserreger ausgerottet worden sind. Denken Sie nur an den massiven Artenverlust von Tuchenvögeln, Flug- und gegen Inselvögeln, den es global gegeben hat nach der Besiedlung durch Europäer, die Ratten, Mäuse und ähnliches eingestellt haben. Also ja, ist ein wichtiger Teil an der Veränderung der Biosphäre und auch in manchen Regionen beispielsweise nicht so massive Konsequenzen. Bei den sozioökonomischen Folgen ist die Bewertung vielleicht noch ein bisschen schwieriger als bei den biologischen. Und ich nehme nur diese Studie, und man kann über die Zahlen mit Ähnlichem diskutieren. Es sind nicht wahnsinnig viele Annahmen, die hinter so einer Berechnung stehen. Aber im Grunde, wir gesehen nur dadurch, es gibt ernsthafte oder auch plausible Berechnungen der ökonomischen Auswirkungen von nicht-heimischen Arten in Europa, Gesundheitsschäden, Ernteverluste und Ähnliches. Und da kommt auch diese Summe von 12 Milliarden Euro im Jahr. Wie gesagt, viele Annahmen dahinter, aber wenn man diesen Annahmen Folge leistet, sind doch nennenswert psychologische oder sozioökonomische Folgen. Es gibt daher, sage ich jetzt nochmal, auch eine neue Verordnung für nicht-heimische, also in massiven Arten. Das heißt, es ist noch ausgewählte wenige Arten, weil ich auch das Wort, das ich schon klar überbringen möchte, ist, von diesen vielen tausenden Arten, die so auf Menschen betrachtet worden sind, werden Auswirkungen in der Regel von relativ wenigen Ursachen. Und die haben sozusagen besonders weit gefallen. Ich möchte Ihnen ganz kurz diese Verordnung vorstellen, weil sie wichtig ist. Also sie gilt für Arten potenziell die Biodiversität oder die menschliche Gesundheit oder die Wirtschaft gefährden. Das muss natürlich dokumentiert und festgestellt werden. Und diese Arten sind eben nur ein kleiner Teil aller Arten, die nicht heimisch in Europa sind. Wir wissen, dass es mindestens 12.000 nicht heimische Tier- und Pflanzenarten in Europa gibt, also eine Menge. Davon schätzt man, dass ungefähr 10% invasiv sind, im Sinne irgendeine negative Auswirkung haben, aber da kann man auch darüber diskutieren und im Endeffekt weiß man bei den allermeisten Arten auch nicht. Das wäre ja auch ein Fragezeichen. Häufig sind diese Auswirkungen auch lokal oder geringfügig. Dann gibt es ein kleineres Set, wo man annimmt, aber bei den meisten sind, die über deutlichere Auswirkungen haben, negative Auswirkungen. Und dann gibt es sozusagen die Arten, die auf eine Liste kommen, gemäß dieser Verordnung, die in allen Mitgliedstaaten gemeinsam in der EU, 27 bis 28, beschlossen werden muss, auf der Basis von fachlichen Beurteilungen, sogenannten Risikoanalysen. Diese Liste hat derzeit 51 Arten, also Sie sehen, diese Liste, wenn ich es darstellen würde, wäre ein winziger Satellit in diesem riesigen Weltall aus Kugeln. Das sind sehr wenige Arten. Die fachliche Grundlage sind Sachen, wie der Johannes vorher angesprochen hat, Risikobewertungen, die dann aber auch berücksichtigt werden müssen über Deutschland hinaus, deutsch-spezifische Bewertungen, auch ganz Europa natürlich, und die dann sozusagen gemäß dieser Verordnung drei Elemente beinhalten. Arten, die in Europa noch gar nicht vorkommen, per Prävention am wichtigsten, das heißt, dass die Arten nicht eingeführt werden dürfen, beispielsweise, damit repariert sind, wenn die Produktion nicht so viel hat. Diese Verordnung.
die auch sind unterstützt ist von den Mitgliedstaaten. Bei Arten, die noch frisch eingestellt werden, ist dann darf man früh erkennen und frühzeitig identifizieren. Warum heißt das? Man wollte aber nicht schreiben, was auch immer man regelt. Und bei weiterverbreiteten Arten sind auch manche auf dieser Liste geht es darum, sozusagen in gewissen Lebensräumen, Schutzgebieten und ähnliches Arten nutzen zu können. Bei Ausrottung in der Regel auch bei weiterverbreiteten Arten gar nicht möglich wäre, selbst wenn man es schon so noch machen könnte. Ich zeige nur zwei Folien, drei Folien ganz kurz, welche Arten sind auf dieser Liste. Zum Beispiel sind viele Wasserpflanzen, einige Wasserpflanzen, häufig Wasserpflanzen, die auch gärtnerisch oder von Aquarianern genutzt werden. Keine davon ist in Deutschland häufiger. Ich glaube, die einzige, die in Deutschland, in Westdeutschland vorkommt, ist Glyphotilera nucleoides. Die verträgt auch strenge Winter nicht, das in Bayern ist nicht sein, aber in Nordwestdeutschland ist sie wichtiger. Bitte werden wir wieder nehmen. Es gibt noch die weitere Wasserpflanzen, Sie sehen auch sehr dichte Bestände bilden können, wenn sie sich etablieren. Natürlich ist die Frage, welche Maßnahmen kann ich konkret noch setzen, um eine Ausbreitung einer Art zu verhindern. So wird es noch spannend. Eine Art, die heute schon mehrfach genannt worden ist, ist die Sichelton, der amerikanische Stinktierkohl. Auch wenn Deutschland hier eine wichtige Rolle spielt, dass diese Art gelistet worden ist, kommt nur sehr lokal vor und ist auch sozusagen bekämpft worden, diese Vorkommen in Taunus beispielsweise. Und rechts sehen Sie eine Liane, die in wärmeren klimatischen Regionen tatsächlich extrem dichte Bestände bilden kann und sozusagen die Wälder wie ein Schleier überzieht oder auch auf oder aufstehen lassen. Ja, interessant und natürlich auch, so eine Liste besteht auf praktischer Grundlage und einem politischen Abstimmungsprozess. Und wenn Sie das durchschauen, werden Sie sehen, es sind keine Frauen auf der Liste. Das hat sehr viel auch mit Interessen zu tun, die ja ganz eng verwoben sind. Das heißt, wir Vorsicht Interessen wird so angesprochen. Die Frage, was wird die Forstwirtschaft für die Bäume überzieht? Kann man nutzen, wenn die Dichte beispielsweise klimatische Probleme bekommt oder auch keine Laubbäume? Und das sind Arten wie Douglasie, aber auch Robinie teilweise oder Götterbaumarten, die Forstwirtschaft andenkt oder in der Andenkung anpflanzt. Und daher gibt es da ganz starken Widerstand noch. Und hier spannend das Thema, das viele Facetten auch ist, und natürlich auch Naturschutz und Beispiel der Forstwirtschaft in dieselben Positionen besetzen hat. Und das führt mich auch jetzt schon zu meiner Konklusion, die sich über ein paar Folien erstreckt. Generell ist natürlich die Frage, das ist ja auch ganz offensichtlich, oder es ist einerseits offensichtlich, wird aber selten explizit gemacht. Auch aus Naturschutzsicht schon einmal die Frage, welche Art von Natur wollen wir schützen und generell aus gesellschaftlicher Sicht, wenn man viele andere Aspekte mit einbezieht, ist welche Art, welche Werte und welche gesellschaftlichen Vorstellungen möchte ich sozusagen implementieren und was bedeutet das dann dieses Thema. Und hier sind drei Folien und was ich Ihnen zeigen möchte, das ist ein Naturschutzgebiet in Halbtrockenarten in Ostösterreich. Wenn ich den erhalten möchte, muss ich den managen. Also Naturschutz generell, dann wird er zuwachsen, das ist ja nicht mal ein Fisch. Und natürlich würde ich auch, wenn ich das Schutzziel habe, zum Halbtrockenrasen zu bewahren, die Ausbreitung von Rubinien an diesem Standort jedenfalls verhindern wollen. Also Naturschutz. Weil die Rubinien den Lebensraum sehr stark verändern würde, wenn die schutzgebenden Arten verschwinden würden. Das hier ist ein Foto aus dem Nationalpark Donauauen. Und zwar ist der Trockenlebensraum, sogenannte Heißländer, da bei euch heißt es sogar brennen. Trockenrasen auf Schotter und der ist im Sommer entsprechend ausgedörrt. Was sind ein paar kältgrüne Flecken drinnen? Das sind niedrige Bäume, das ist ausschließlich Götterbaum. Der ist nicht nur sehr trockenresistenter Stadtbaum, sondern auch ein sehr trockenresistenter Baum im Trockenstandort in generell. Und da stellt sich natürlich auch in den Nationalpark die Frage, wie möchte ich mit der Ausbreitung dieser Art umgehen, auf diesen Trockenlebensraum, der man langfristig da wachsen will. Und das wiederum steht in Konflikt unter Umständen mit dem Ziel, Prozessschutz zu machen im Nationalpark. Da muss man richtig eine Priorisierung machen. Das hier ist das schönste Foto wahrscheinlich unten. Das ist eine Kollektion nicht heimischer Pflanzenarten, Hochblüte. Alles, was wir nicht heimisch. In der Kulturlandschaft, das ist so eine Restfläche für einen Hochspannungsleitungsmasten. Und hier würde ich als Naturschützer wahrscheinlich kaum Maßnahmen gegen diese drei Arten setzen. Was vielleicht anders wäre, wenn sie in einem wichtigen Schutzgebiet auftreten würden. Weil es sicher kein Problem ist für Naturschutz, aus meiner Sicht. Also, das ist sehr komplexabhängig, man muss eben sozusagen viele Argumente auch abwägen und das macht es schwierig. Und generell würde ich sagen, biologische Invasionen oder die Ausbreitung von Arten sind einerseits die Ursache, eine Ursache des globalen Warmens,
stärken andere Prozesse, aber auch eine Folge des generellen globalen Wandels, den wir in der Erde bekommen, geht für die Interaktion mit Klimawandel alles an. Und man kann sich diese Argumente auch natürlich genauer anschauen, das ist auch mit dem Kollegen gemacht beim Jahr, wir haben uns sozusagen dieses Zusammenspiel zwischen Fachargumenten, Werthaltung und Interessen angeschaut und herausgefiltert, was charakterisiert eigentlich diesen sehr emotionalen Diskurs. Da schwingen ja auch viele, viele Aspekte mit, die ja über dieses Fachthema hinausgehen. Ja, die Migration, da ganz wesentlich ein Thema, es ist ja gesellschaftlich evident, auch wenn es ganz andere Arten von Migration ist und wahrscheinlich nicht schwer ableiten kann, aber jetzt sage ich mal, so das Zeichen, so das Industrie, wo ich jetzt der Meinung bin, dass man die bekämpfen soll, nicht, wenn man wahrscheinlich kaum ausdiskutieren, wie diese andere gesellschaftliche Frage angehen möchte, das ist inevident. Obwohl es evident ist, wird aber zumindest unterbewusst häufig miteinander verknüpft. Ich glaube, das ladet es zusätzlich auf, dieses Thema, diese Art von Verknüpfung, diesen naturalistischen Kurzschluss. Und da gibt es eine ganze Menge von Aspekten, die gehen in Detail nicht durch jetzt, sondern ich möchte vielleicht nur einen einzigen herausgreifen, für jedes Individuum, ob man das jetzt reflektiert oder nicht, das ist die andere Frage, sehen alle diese Punkte und eine Menge anderer. Wir haben 13 dieser Kernpunkte, die Entscheidungsprozesse, also nicht keine Arten, die stark beeinflusst und identifiziert, und die Hälfte davon war Wertfragen. Beispielsweise, es ist sehr unterschiedlich zwischen Individuen, welche Values, also welche Werte man als wesentlich sieht, wenn es darum geht, ob ich Neophyot zum Beispiel das bekämpft oder nicht bekämpft wird. Manche werden einzelne Werte besonders hoch aufhängen, zum Beispiel menschliche bis positive menschliche Gesundheit oder Förster auf den Wald oder Gärtner, vielleicht die gärtnerischen Optionen der Zukunft, das ist angesprochen worden. Und die werden dieser Person vielleicht viel, viel wichtiger sein, weil manche die Auswirkungen sagen, auf die Tür, auf den Turnal jedes Mal. So kann man sich vielleicht ganz anders sehen. Und das sind die grundlegende Zugangsweise und Unterschiede, die die Schlussfolgerung fundamental beeinflussen. Aber wenn man die nicht ein bisschen unterfragt, soweit es geht, dann kommt man natürlich in eine starke, das heißt nicht, wenn man sie versteht, dass die Konflikte verschwinden, das glaube ich nicht, das sind ja reale unterschiedliche Zugänge, und das ist ja auch nicht zu entscheiden, vielleicht, das ist jetzt sozusagen der richtige oder falsche, das ist im Endeffekt der gesellschaftliche Aushandlungsprozess. Ja, aber man muss sich diese Sachen klar werden, sonst kann man nicht in so emotionale Diskussion hier auch nicht bringen. Gut, jetzt bin ich bei meiner letzten wirklichen Folie, dann spreche ich ganz langsam, damit es uns sehr lange nicht dauert. Also, wir finden sie neuartig faszinierend, manchmal häufiger, Fragezeichen problematisch, Risiken lassen sich auch erst spät und nicht erkennen, das habe ich gerade erwähnt. Ja, aber wenn man es managt, ist es schwierig und eine große Herausforderung, damit wäre ich tatsächlich dann so etwas, wie ich es das Ende nennen würde. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ja, danke, Franz, für einen ganz klaren und balancierten Vortrag. Ja. Das sind eben nicht alles die Bösen, sondern muss man am Ende entscheiden, was wir so wollen. Das können wir dann eben schaffen, aber dann anfangen zu uns. Gut, gibt es Fragen? Ja, vielen Dank für Ihren Vortrag. Sie haben als einen der Faktoren die Ausbreitung von solchen Neophyten begünstigen, auch die Veränderung der Landschaft genannt. Also speziell das Thema Überdüngung der Landschaft. Wird das denn auch dann in solchen, also wenn Sie politische Forderungen stellen, gehen Sie dann eigentlich auch auf diese Themen ein oder beschränkt sich dann doch auf das Management der invasiven Arten an sich? Sagen Sie, das ist jetzt schwierig, weil wenn das eine wesentliche Ursache ist, dann muss man auch auf da ansetzen. Ja, das ist ganz richtig. Ich glaube zum Beispiel, also meine Antwort wäre, oder ist darauf, ja, ich stelle das auch deswegen jetzt klar heraus, weil das auch meine Meinung ist, wenn ich sehr isoliert versuche anzugehen, dann ist es in der Regel wahrscheinlich nicht erfolgsversprechend. Ich habe aber auch dieses Punkt, es ist generell natürlich Arten, die schon etabliert sind, sehr schwer bekämpfbar, die man immer rausschicken. Also man hat sowieso in der Regel einen sehr begrenzten Handlungsspielraum, egal wie man es nun angeht und wo wir jetzt auch diese Effekte berücksichtigen.
generell arbeite ich auch zu anderen Themen, die mit dem globalen Wandel zu tun haben. Sie sehen zum Beispiel ein Buch, das ist der Klimawandel, das ich mit den Kollegen geschrieben habe. Das heißt, ich denke, das Thema geht viel weiter. Und wenn ich also Konsequenzen und Schlussfolgerungen oder Empfehlungen von ableite, ich glaube, das ist keine politische Entscheidungsregelung, das schreibt meine Empfehlungen her, würde ich aber trotzdem sagen, dann denke ich das sehr explizit mit. Das macht es aber natürlich auch oft schwierig, weil wenn man es nicht frei, das ist ja auch der Punkt, wenn man es frei verfasst, wo konkret sehe ich die Angepunkte, wo ich nur ansetzen kann. Ja, also vielleicht nicht die kürzeste Antwort, das ist hier nicht so leicht gefallen. Ja, die Frage war nicht leider, ist es ein Problem hier, sondern in den Garten anlegt und dann kommen vielleicht Parodia, Infonika und so weiter. Was können Sie über Bekämpfung sagen? Also ich schaue mal in Österreich, auf dem Rasenweg, wir tun auch bei 6 Kinder gefahren und das ist noch sehr viel von dieser Parodia. Ich finde das jetzt gemäß, aber es ist natürlich nicht ausreichend, wie groß das ist, gerade wirklich. Das wird da unternommen einfach und das ist so auch machbar. Also, glaube ich, nicht nur die Landschaft planen, sondern also auch für die Landschaftsarchitekten, die sich dabei entwickeln. Ja, welche natürlich unsere Aufnehmen und die sind nicht groß. Die einzige Methode, ihn loszuwerden, besteht meines Wissens darin, mit Herbizidinjektionen zu arbeiten, mit Glyphosat. Also nicht mit diesem Fehler, aber ich denke, das ist gut. Das ist die einzige Methode, die ich kenne. Die zweite ist andere. Man muss sozusagen den gesamten Wurzelbereich ausgraben und sieben, um alle Ausstücke zu entfernen. Das ist natürlich auch die Frage der Umsetzbarkeit beim naturnahen Lebensraum auf einem größeren Bestand. Das heißt, meine Schlussfolgerung daraus wäre, Bekämpfung in der Regel nicht möglich. Bei dieser Art. Bei anderen Arten sieht es ein bisschen anders aus. Aber der Aufwand ist in der Regel hoch. Das ist, ich glaube, da kann das sein. Eine Frage noch? Ja, also erstmal vielen Dank, dass Sie am Ende nochmal das ganz schwierige Thema der Wertediskussion eingeführt haben bei der Frage, wie gehen wir mit der Frage. Und das ist nämlich verdammt kompliziert. Ja, und ich merke ja auch in bestimmten sozialen Gruppierungen oder bestimmten Fachgremien herrschen bestimmte Wertvorstellungen vor, über die wir nicht explizit reden, aber sie beeinflussen die Diskussion ganz stark und ich glaube, darüber sollte man nochmal ein bisschen intensiver reden. Was mich mal interessiert hätte bei all den Studien, die Sie gezeigt haben, gibt es denn eigentlich auch mal eine Untersuchung, inwieweit die Globalisierung und die Invasion von neuen Arten, welchen Gewinn dadurch erzielt worden ist? Also wir reden ja immer über Ökosystemdienstleistungen, wir reden über ökonomische Faktoren, soziale Faktoren, ökologische Faktoren. Gibt es denn auch Untersuchungen, wo man sagt, die Welt profitiert von dem Einwandern neuer Arten? Weil bis dann habe ich immer nur die roten Gefahren gesehen, aber ich würde gerne mal die andere Bilanz auf der anderen Seite ein bisschen kennenlernen. Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt und es gibt, also ich würde schon zusammenfassen, ja, es gibt solche Arbeiten, es gibt auch Autoren, die sich einzelne solche Phänomene, einzelne Arten angeschaut haben, die sich angeschaut haben, was bringen diese Arten bezogen auf spezifische Aspekte, das gibt es ja wohl auch breite angelegte Studien, die das stärker einfordern. Meine Antwort oder meine Einschätzung, ja, das ist aber keine empirische Antwort, sondern meinen Wissensstand sozusagen. Es ist auch wichtig, diese positiven Aspekte, die auch eine ganze Menge dieser positiven Aspekte habe ich nur zu kurz angedeutet oder wurde noch herausgearbeitet, ja, im städtischen Umfeld beispielsweise. Ja. Bei der Rekultivierung von Lebensräumen, die in heimischen Arten schwer rekultivierbar sind. Was ist im Klimawandel tatsächlich heimische Arten weniger nutzbar für gewisse Anwendungen oder Anpflanzungen? Da werden diese Argumente nicht stark unterbreitet. Das wird für die Arbeit, gibt es eine ganze Menge Arbeiten dazu, die sie herausstreichen. Was nicht schwierig ist, sozusagen eine globale Bilanz zu machen, jetzt sagen wir alle Vor- und alle Nachteile, weil es schon sehr schwierig ist, sich zu einigen, was ist eine valide Basis, die Vergleiche, aber sagen wir mal, okay, da hätte ich eine, habe ich auch einige vielleicht, eine Arbeitsbasis, und mache dieselben Annahmen und bewerte positiv und negativ und mache dann sozusagen eine Gesamtbilanz, mit all diesen immensen Unsicherheiten, weil wir uns das immer auf eine gemeinsame Nenner bringen, das ist meistens Fehlerheiten und diese Umrechnungsfaktoren sind nicht begründbar, aber recht variabel.
sicher so, meiner Meinung nach, dass diese negativen Auswirkungen überwiegen würden, aber natürlich auch die positiven Auswirkungen eine wichtige Rolle einnehmen würden. Frau Martin, das ist nicht sehr schön bewertbar. Was Leute schön finden, ja. Wie bewerte ich das? Das ist eine breite Palette von Annahmen. Ja. Martin, die Ruinen ist schön, andere finden einen schön gestapelten Arsch. Das sind sehr diametral unterschiedliche Werthaltungen und hängen dann auch mit ganz unterschiedlichen Arten zusammen. Aber es ist ein wichtiger Punkt, ich muss umstreichen. Entschuldigung, ja, ich schreibe das auf, wir haben nachher noch die Diskussion gemeinsam. Und das uns jetzt weiter an, wir haben noch viel gemacht. Und dann bedanken wir uns ganz und die Macht ausgegeben, auch bei der Sicherheit oder auch von pflanzlichen Produkten profitieren, die nicht unbedingt besonders teuer sind. Vielen Dank, Herr Mann.